geht es um die Klangschale. Bereits Maria Montessori hat die Klangschale für die pädagogische Arbeit entdeckt und hat sie als eine Einladung zur Stille gesehen. Es ist also ganz entscheidend, die Klangschale nicht als schrilles Signal zu verwenden. Es ist viel zu laut und dann auf die Klangschale hauen und einfach als Alarmglocke, dass es zu laut ist und die Kinder leiser sein sollen. Das wäre also weit verfehlt, sondern die Klangschale ist wirklich eine Einladung, ist ein Geschenk für die Kinder, ist etwas, was sie zu sich selber bringt und was sie in die Stille führen kann und kann deswegen eigentlich nur in einem ganz bestimmten Setting verwendet werden. So als Geräusch- oder Lautstärkensignal gibt es ja zum Beispiel diese elektronischen Ampeln, die dann auf dunkelgelb und letztlich auf rot umschalten, wenn die Gruppe zu laut geworden ist. Da steht dann der Verkehrspolizist dahinter und das ist eine ganz andere Art, auf jeden Fall, als das, was wir mit der Klangschale gerne erreichen möchten. Dazu gerne ein bisschen mehr jetzt in diesem Video. Ursprünglich kommt die Klangschale aus Asien und sie ist eigentlich genau dem Gefäß nachempfunden, mit dem die buddhistischen Mönche heute noch in Asien ihr Essen erbetteln, wobei das also überhaupt nichts Negatives ist. In Asien wird das also sehr hoch geachtet, wenn Mönche betteln und vor allem, wenn man ihnen auch etwas dafür gibt. Diese Form wird aus einer Metallplatte getrieben, aus einer Bronzelegierung. Und es macht also sehr viel Arbeit, mit dem Hammer immer wieder diese Platte zu bearbeiten und auch immer wieder ins Feuer zu setzen, damit es richtig heiß wird und bearbeitet werden kann. Und weil das eben sehr aufwendig ist, gibt es also auch eine preiswertere Version von Klangschalen, die eben einfach gegossen werden. Ja, ich habe ja bereits gesagt, dass es darum geht, die Kinder in die Stille einzuladen. Und dafür gibt es eben auch viele Übungen, die wir uns auch ausgedacht haben für Sie, und wenn Sie bei uns eine Klangschale erwerben, kriegen Sie eine kleine Information dazu, was mit so einer Klangschale alles gemacht werden kann. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Klangschale in den 70er Jahren dann im Westen ihren Einzug erhalten hat und sehr viel eben auch für Meditation und Therapie verwendet wurde. Und so ein bisschen in Richtung Meditation geht das tatsächlich schon auch, was wir uns da an stille Übungen für die Kinder ausgedacht haben. Die erste Übung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist ganz einfach. Sie sitzen mit Ihren Kindern im Kreis und schlagen die Klangschale an. Und zwar ist es wichtig, dass Sie dabei eben die Hand, auf der die Klangschale steht, immer recht gespannt haben und den Klöppel gut in der Hand halten und nicht direkt an den Rand, sondern eher an diesen bauchigen Teil der Klangschale schlagen. Schlagen ist eigentlich nicht so ganz das richtige Verb für dieses Instrument, aber gut, es hat sich halt so eingebürgert. Bei der ersten Übung geht es darum, dass die Kinder die Ohren spitzen und auf den Ton hören, ganz genau, wie er leiser wird und feiner wird. Und sobald sie ihn gar nicht mehr hören können, heben sie den Arm und melden sich. Und diese kleine Übung bringt die Kinder in eine ganz große Konzentration, weil wirklich jedes Kind ganz auf Empfang schaltet, auf Lauschen schaltet und sich diesem Ton öffnet
und auch ganz ehrlich dann sich meldet, wenn es den Ton nicht mehr hören kann. Und das ist also eine wunderbare stille Übung. Eine weitere stille Übung ist die, dass sich die Kinder im Raum verteilen und der Anleiter geht mit seiner Klangschale herum. Die Kinder schließen die Augen und er schlägt die Schale an, vielleicht auch mal ein bisschen leiser oder mal ein bisschen lauter. Und die Kinder müssen mit dem Arm zeigen, wo der Anleiter mit der Schale steht. Dann zeigen sie da drauf oder daneben. Und er kann dann so oft schlagen, bis alle Kinder in die richtige Richtung zeigen. Eine weitere Übung mit der Klangschale geht schon so ein bisschen in Richtung Meditation. Da laden Sie die Kinder ein, sich auf den Boden zu setzen und am besten im Schneidersitz zu setzen und aufrecht, aber trotzdem ganz locker. Es ist eine Hilfe, wenn wir den Kindern sagen, stellt euch vor, dass ihr ganz schwer auf dem Boden sitzt und dass ihr so ein bisschen einsinkt in den Boden und dass ein Faden nach oben euch in den Himmel zieht. Dass ein goldener Faden zwischen euch und dem Himmel gespannt ist, der euch nach oben zieht. Und dann könnt ihr die Augen schließen, wenn ihr möchtet, und einmal ganz bewusst auf euren Atem achten. Schaut mal, wie ihr einatmet und wo ihr den Atem spüren könnt. Könnt ihr den in der Nase spüren oder in der Brust oder im Bauch? Atmet ein und wieder aus. Und wenn Gedanken kommen, dann sind die gar nicht so wichtig. Dann könnt ihr die einfach vorbeiziehen lassen. Wie eine Schar von Wolken. Einfach vorbeizieht. Und ihr bleibt ganz bei euch und eurem Atem. Der Atem verbindet uns vollkommen mit dem Körper. Das heißt, er verbindet also Geist, Seele und Körper miteinander. Und das ist natürlich eine unglaublich erholsame und erfrischende Praxis, weil sie uns ganz in den Augenblick bringt. Und dafür sind durchaus, ich meine nicht alle, aber viele Kinder schon sehr empfänglich. Es ist auch wirklich ratsam, diese Übungen mit den Kindern zu machen, die sie wirklich machen wollen. Also ich glaube, ein Kind dazu zu überreden, macht nicht viel Sinn. Es ist sicher nicht jeder Kindssache. Aber es wird inzwischen so viel an den Schulen mit Achtsamkeit und Meditation unterrichtet, dass wir das sehr gut finden und da auch gerne unseren Beitrag dazu leisten wollen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ganz kleinen Einblick verschaffen in die Welt der Klangschalen. Vielleicht lässt sich ergänzend noch sagen, dass es also Klangschalen gibt in dieser Größe oder noch größer in dieser Größe, die also wirklich einen ganz vollen, tiefen Klang haben. Und das ist natürlich schon auch allein von den Schwingungen her, ist es wirklich ein Erlebnis, so eine Schale mal tönen zu hören. Und es gibt auch ganz kleine, die einen ganz hellen, feinen Ton haben. Gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Und bei den Montessori-Lernwelten bieten wir in Kürze sowohl die getriebenen, hochwertigeren als auch die preiswerteren gegossenen Klangschalen an. Mit einer Information, welche Übungen da mit den Kindern sich anbieten und gut durchgeführt werden können.